willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sommer und ich präsentiere euch meine Sommerfavoriten. Und an alle Sneaker-Lover da draußen, wenn ihr Sneaker im Sommer tragen möchtet, dann diese. Fangen wir doch direkt an mit diesem Oberteil. Dieses Oberteil von Madeleine und ich finde, es ist sehr, sehr schön und schick. Und ich mag auch dieses Muster sehr, sehr gerne. Und auch diesen Schnitt, weil ich nicht so gerne T-Shirts im Sommer trage, sondern eher so ärmellose Oberteile. Und dadurch, dass das jetzt nicht so freizügig ist, kann man auch voll schön auf irgendeine Veranstaltung anziehen oder auf eine Hochzeit. Da haben mich schon einige gefragt, was ist das für eine Brille? Ich mag diesen Schnitt sehr gerne, wenn die Sonnenbrillen so ein bisschen rundlicher gehen und nicht zu groß. Ich mag keine Pilotenbrillen, aber diese Brille ist wirklich total schön. Die ist von Madeleine. Ich mische jetzt einfach mal, ja. Also ich habe mir endlich mal Birkenstock-Schuhe gekauft. Und zwar sind das diese hier. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal getragen und ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe mir vorher diesen Zehentrenner-Schuh bestellt. Der war mega unbequem, trotz des Fußbettes. Und deswegen habe ich die dann wieder zurückgeschickt und ich bin vollkommen zufrieden mit diesen. Ich glaube, dieses Modell heißt Madrid. Es hat so ein bisschen so eine perlige Oberfläche, die ich sehr, sehr schön finde. Schade finde ich an diesem Modell, dass sie keine weißen Sohlen haben. Das würde noch besser aussehen. Ich wollte unbedingt weiße Sohlen haben, aber mir haben die Farben irgendwie nicht zugesagt. Und was mir aufgefallen ist, also das ist jetzt Größe 37. Ich habe auch Größe 37, aber meine Zehen gucken da vorne so ein bisschen raus, wenn ich gehe. Und leider kann ich die auch nicht mehr enger machen, weil noch enger, da würde mein Fuß einfach nicht mehr durchkommen. Vielleicht hätte ich Größe 38 kaufen müssen. Was sagt ihr? Kauft ihr eure Birkenstock-Schuhe in einer Größe größer? Weil da geht es mit einem Beauty-Produkt. Das ist wirklich mein Lebensretter des Sommers. Ich habe das Produkt von Lizzie Perkins entdeckt. Das ist aber von einer Firma. Die gibt es hier in Deutschland nicht. Also kommt eigentlich aus Polen. Inglot heißt die Firma. Und Inglot hat wirklich ganz tolle Beauty-Produkte. Es ähnelt so ein bisschen MAC und Kiko in einem. Da habe ich auf jeden Fall das Duraline-Öl geholt. Und was das macht, ist so unglaublich, Leute. Also falls ihr Gel-Make-up habt, also für Augenbrauen, Anastasia Beverly Hills zum Beispiel, oder wenn ihr ein Eyeliner-Gel habt, da hilft dieses Öl unfassbar gut. Ihr tröpfelt nur einmal drüber und schon verändert sich die Textur. Ich habe das vor allem im Sommer, dass die Produkte irgendwie austrocknen und dann einfach nicht mehr so geschmeidig sind und dass ich sie dann einfach nicht mehr easy auf mein Gesicht auftragen kann. Und deswegen gebe ich dann immer nur einen Tropf in meine Geltube rein und vermische die mit einem Pinsel. Und danach ist das Gel so geschmeidig, dass du so einen Eyeliner bis nach Usbekistan ziehen kannst. Also es ist wirklich ein tolles Ding. Weiß gar nicht, ob es das irgendwie in den deutschen Drogeriemärkten gibt. Falls ja, dann könnt ihr mir jetzt ja in die Kommentare reinschreiben. Weil günstig war das jetzt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt 16 Euro dafür gezahlt. Aber ein Tropfen reicht ja schon meistens aus. Und das ist ja sehr, sehr ergiebig. Also ich glaube, das hält jahrelang. Nächstes haben wir hier eine Hose. Ich habe es schon mehrfach in einigen anderen Videos gesagt, aber lockere Hosen in der Schwangerschaft sind wirklich ein Lebensretter. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Sommerkleider tragen möchte, aus welchem Grund auch immer, weil es ein bisschen windig ist oder sonst was, oder kühler, dann helfen lockere Hosen. Ich rede jetzt nicht von Jeans, sondern eher von diesen Hosen. Und gerade in der Schwangerschaft ist es wirklich schwer, gemütliche Stoffhosen zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Das ist jetzt keine Schwangerschaftshose, die ist von Madeleine. Mit so einem elastischen Bund, den ich zwar umklappen kann, aber auch so um meinen Bauch herum stülpen kann. Mit diesem Oberteil kombiniert sieht das Ganze auch nochmal ganz, ganz schick aus. Dann, Leute, habe ich Schwangerschaftscravings und zwar Ahornsirup. Ahornsirup, ich kann nicht genug von Ahornsirup bekommen. Am liebsten würde ich jeden Tag Pancakes mit Ahornsirup essen. Was kann man sonst mit Ahornsirup machen? Und dann ist mir eingefallen, man kann Pop
Popcorn machen. Popcorn mit Ahornsirup. Und das schmeckt so lecker, das schmeckt sogar noch geiler als dieses süße Popcorn, was du normalerweise im Kino bekommst. Ist für mich mein ideales Sommerrezept. Ich habe diese Haube von Popcorn Loop, mit der ich dann mein Popcorn zubereite. Am besten gib dir 2 Esslöffel Öl in einen Topf, gib den Mais anschließend rein, sodass der ganze Boden bedeckt ist. Dann kommt diese Schwimmhaube auf deinen Topf. Und dann musst du nur 30 Sekunden umrühren. Anschließend lasse ich Zucker und Ahornsirup in einer beschichteten Pfanne schmelzen und dann gebe ich mein fertiges Popcorn hinzu und es schmeckt so lecker, Leute. Es schmeckt besser als Karamellpopcorn oder einfach nur Zuckerpopcorn. Ich kann es nur jedem empfehlen und die Links findet ihr in der Infobox und auch das Rezept, falls ihr das gerne mal nachmachen möchtet. Jetzt zu den Schuhen des Sommers. Ich sage euch, das sind die Schuhe, die man im Sommer tragen muss. Die sind wirklich der Knüller. Also wenn das kein Sommerschuh ist, dann weiß ich auch nicht. Das sind nämlich die Adidas Stan Smith in Korall. Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Ich kann kaum meine Augen von diesen Schuhen lassen. Diese Farbe, die haut mich immer wieder um. Ich würde sie bei jedem Schuh eigentlich kaufen. Ich habe ja auch die Reebok-Schuhe, die Reebok Classics. Die sind ein bisschen roséfarbener. Auch mit der blauen Hose, die ich vorhin gezeigt habe, passen diese Schuhe wirklich sehr gut zusammen. Sie sind auch nicht so klobig wie die Adidas Original Superstars. Auf jeden Fall ein Sommer-Must-Have für alle Sneaker-Lover. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Produkte ihr cool findet oder ob ihr auch irgendwelche Sommergelüste habt oder Sommerrezepte, dann schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann findet ihr den Abo-Link unten in der Infobox. Bis dann, tschüss!